Herkese merhabalar. Ahmet Selim Şimşek ben. Bizim ufak yavru kedimiz Nicole, yani ufak üç renkli olan, dün aşırı fenalaşmıştı. Yani hiçbir hareket etmiyordu artık. Dün, yani bütün gün biraz durgundu. Ama akşamüstü iyice inceledik, baktık ve kedi hala çok halsizdi. Hani başta da düşündük ki uykusu vardır, yemek yemiştir veya çok oynamıştır. Ama kedi halsiz, bayağı bir halsizdi. Bunun üzerine veterinere götürdüm ve derecesini ölçtürdük ve baktık 41 derece ateşi vardı. Hemen bir ateş düşürücü yaptılar, hemen bir antibiyotik yaptılar, hemen bir vitamin yaptılar arkadaşlar ve hemen müdahale ettiler dedim size bizim veterinerler. Ve o iğneden sonra dükkana geri getirdikten sonra bir yarım saat sonra yine iyileşmişti, yani baya bir canlandı gene, yani baya bir hareketlenmişti. Bu da bizi tabii ki baya bir sevindirdi ve bugün yine veterinere götürdüm ve son kontrolü yaptılar. Bir de aynı ilaç yaptılar ve şu anda sağlığına kavuştu ve yarın bir de veterine gitmemesi gerekiyor söylediler. Yani burada demek istedim arkadaşlar, bizim yavru kediler eğer hastalanırlarsa mutlaka bir veterinere götürün. Eğer durgunlarsa ve eğer bir yemek yemiyorlarsa mutlaka götürün. Ateşi olabilir arkadaşlar. Ateş olursa o da maalesef ölümle sonuçlanabilir yavru kediler. Çünkü vücutlar küçücük ve eğer şeyse, yani Allah korusun, yani bayağı bir, yani kaybedebiliriz yavru kediler. Onun için ateşe veya halsizliği her zaman ciddiye alalım. Ve bakın iki tane iğneye de kedinin yani sağlığına geri kavuştu ve şu anda geri oynuyor, zıplıyor ve biraz sonra da size göstereceğiz onu. Ayrıca bizim Pandoy Kopi'ni kedi gençlik hastalığı olan yavru kedimiz Silvia şu anda odada hala tedavi görüyor. Yani tedavi görüyor. Bugün yeni Feliserin Plus ile tedavi ettirdik. Bir yine ondan aldı ve başka ilaçlar da alıyor arkadaşlar. Hala yaşıyor ve tabii ki yaşamaya çalışıyor. Yani hala yaşıyor derken yaşıyor ve yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz ve inşallah yaşar yani. Ama şu anda durumu kötü değil, öyle diyeyim ben size. Ve veteriner de bayağı umutlu ama dediğimiz gibi o da bizim Alman ilacımız Felicilin Plus olduğu için bayağı umutlular bizim veterinerler. So, hallo und herzlich willkommen zum Livestream bei Cats and Gold. Es geht heute darum, dass unsere kleine Nicole heute wieder ganz gesund ist, weil die war ja gestern so schlapp, so müde und konnte sich kaum bewegen, hat gar nichts gemacht. Und genau danach habe ich sie dann am Abend noch kurz vor 9, kurz vor 8, Entschuldigung, so 20.30 Uhr war es ungefähr, 20.45 Uhr, den Dreh, habe ich sie dann nochmal zum Tierarzt gefahren. Und die haben gesehen gehabt, dass die kleine Nicole 41 Grad Fieber hatte und sie haben dann sofort mit einer Behandlung angefangen. Und da ging es dann nach dieser Behandlung, nach einer halben Stunde, ging es ihr dann wieder sehr gut. Und wir haben heute nochmal, haben wir sie zum Tierarzt gefahren und dann hat sie noch eine Spritze bekommen. Also sie hat eine Vitaminspritze bekommen und natürlich auch was gegen den Fieber bekommen. Und nachdem sie heute die zweite Impfung bekommen hat, hat der Tierarzt gesagt, sie muss morgen nicht mehr kommen, sie ist wieder ganz gesund. Und natürlich wurde auch die kleine Doreen auch gleich, die hat auch die gleiche Spritze bekommen, nur nicht die gegen Fieber, sondern die Vitamine und alles Mögliche, was dort der ganze Mix drin ist. Ist jetzt die Nicole dadurch auch wieder gesund und die Doreen hatte zum Glück nichts, aber man hat halt, weil sie den ganzen Tag zusammen sind, hat sie auch gestern die gleichen Vitaminspritzen bekommen, die Nicole auch schon hatte. Und Nicole ist dadurch auch wieder gesund. Und was ich euch jetzt damit sagen wollte, sobald man eine Katze sieht, die ein bisschen schlapp ist und keinen Appetit hat, sollte man mit so einer Katze sofort zum Tierarzt fahren und man sollte sofort dagegen etwas machen, denn kann wirklich nicht lustig sein, sowas. Es kann tödlich enden für Babykatzen bei dem kleinen Körper, wenn die jetzt dort auf einmal nichts mehr frisst und ganz kaputt ist und es kann in der Nacht sehr schlimm enden. Von daher, wenn ihr jetzt eine Katze habt und die so schlapp ist, also eine Babykatze vor allem und die ganz müde ist und gar nichts frisst und so, dann bitte gleich sofort zum Tierarzt fahren und sofort was dagegen tun. Denn wenn eine Katze nicht mehr frisst, hat sie entweder Fieber oder sie hat was mit dem Zahn und mit dem Mund und dagegen sollte man auch gleich sofort was unternehmen. Und jetzt geht es ihr wieder gut und die tobt wahrscheinlich gerade hier wieder zu Hause. Das werde ich euch gleich zeigen. Aber neben mir ist wie immer der Pepper. Hier der Pepper ist immer der, gerade hier die ganze Zeit die Kamera zum Wackeln bringt. Der Pepper ist es hier gerade neben mir, der immer die Kamera hier den Tisch zum Wackeln bringt. Und
Unsere Katze Silvia, die auch in der Quarantäne ist, alleine im Zimmer unten, der geht es auch jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Die konnte zwar nicht von alleine fressen, aber es hat auch damit zu tun, weil Katzen fressen nur das, was sie riechen können. Und die konnte jetzt auch durch die Katzenstaube und durch den Schnupfen, was sie hatte, konnte die gar nichts riechen. Und heute hat sie auch nochmal was in die Nase bekommen von dem Tierarzt, sodass sie auch wieder gut riechen kann. Also Medizin. Und sie hat auch wieder das Felisarin Plus aus Deutschland bekommen, das Gegenmittel gegen die Katzenseuche, die Katzenstaube. Und der geht es jetzt auch besser. Und die muss noch mindestens 2, 3 Tage zum Tierarzt. Und wir hoffen auch natürlich, dass sie das überlebt. Also ich tue alles dafür, was man da tun kann, damit sie überlebt. Ich fahre mit der jeden Tag zum Tierarzt. Ich habe das Gegenmittel gegen ihre Krankheit hier bei mir im Kühlschrank. Und wir haben jetzt die zweite Tube für sie aufgemacht, denn eine hat nicht ganz gereicht. Und die ist gerade halt in Behandlung und wir hoffen natürlich, dass sie das auch überlebt. Und dafür bin ich auch für die Katze da und ich sorge auch dafür, dass es ihr gut geht. Ne? Also hier zu fressen habe ich auch mit der Spritze gegeben, weil sie nicht selber fressen konnte. 3 Tage lang mit der Spritze gefressen, aber es war auch ein bisschen schwer, weil sie hat sich immer dagegen geweigert. Aber es ist jetzt alles einigermaßen okay. Yani bizim yavru kedimiz Silvia'da arkadaşlar yani yemek yemiyordu. Onu da enjektörle besliyordum. Yani enjektörle beslemek zorunda kaldık onu. Çünkü kendisi yemek yemediği için enjektörle beslemek zorunda kaldık. Yani o da biraz zor oldu. Çünkü karşılık veriyordu. Sürekli ön patilerle itiyordu. Ve bittiği için bayağı bir zorlanıyorduk yani. Yani bayağı bir elimizde bir yaralar oluşmuştu onu beslerken. Şöyle tam belki belli oluyor da şurada. Yani bunu beslerken oldu hep. Und diese Verletzungen sind auch hier durch das Futtern an sie. Wo wir das auch versucht hatten, aber es war halt ein bisschen schwer, sie zu füttern, wegen dem Ganzen. Weil sie halt nichts essen konnte. Das tat ja auch weh, wenn sie was essen würde. Ne? So, und dann ist jetzt auch hier die kleine Doreen, ist auch gerade hierher gekommen und will hier spielen mit der Nicole. Und das kann ich euch auch jetzt auch zeigen. Şimdi bizim Doreen, wenn Nicole da buraya oynamaya geldi arkadaşlar. Yani küçücük kediler. Onu şimdi size göstereceğim. Das kann ich euch zeigen. Ach, die Nicole, die Doreen ist gerade ins Katzenklo gegangen. Bizim Doreen şu anda tuvalete girdi arkadaşlar. Bakın artık kendisi tuvalete gidiyor. Ve bakın bizim Nicole da orada. Also Nicole und Doreen, das sind wirklich zwei Katzen, die ganze Zeit zusammen verbringen. Und schaut mal, sogar wenn die auf Klo ist, schaut mal, wie schön aktiv die wieder ist. Also gestern noch mit ihrer starken Krankheit, die sie hat auf einmal. Und heute ist es ja kein Vergleich zu gestern. Die flitzt ja hier durch die Wohnung. Yani bakın bunun dün 41 derece ateşi vardı bu kedinin arkadaşlar. Die hatte gestern 41 Grad Fieber. Die kleine Babykatze. Und schau mal, wie die jetzt spielt. Wir machen schon da nass oynuyor arkadaşlar. Bu da gerçekten yani ateş düşürücü ilaç yaptıkları için öyle şu anda iyileşti arkadaşlar. Das ist auch durch den Mittel vom Tierarzt, dass sie jetzt so wieder gesund ist. Und schau mal, zack, 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 wie schnell das jetzt geht. Und die kleine Doreen hat sich den Ball geholt. Schaut mal, Doreen hat mit dem Ball gespielt. Wir sind Doreen einfach top oynuyor. Schaut mal hier, sie spielt mit dem Ball. Seht ihr das? Bakın arkadaşlar. Yani dün 41 derecesi olan yavru kedimiz bugün yani ne güzel canlandı. Ve bakın çöpte bulunan olan yavru kedimiz Doreen ne güzel oynuyor şu anda. Und schau mal, der Pepper spielt auch mit den Babys gerne mit. Der Pepper ist ja wirklich auch ein sehr, sehr flinker Spieler immer. Jetzt spielen die hier Pepper, Nicole und Doreen hier. Schaut
şu anda gördüğünüz gibi oynuyorlar. Und die Doreen Mubas rasselt, ist die gleich sehr aufmerksam. Und schau mal, der Seki schaut auch zu, aber der hat sicherlich Angst vor mir. Der Seki will gerne mitspielen, aber der traut sich hier nicht raus wegen mir. Benim Seki de kesin oynamak istiyor arkadaşlar. Ama ben burada olduğum için balkona çıkmıyor. Der kommt nicht raus, weil ich auf dem Balkon bin. Jetzt habe ich hier den Pepper mit dem Spielzeug im Griff. Und schau mal, jetzt geht hier ein Spielzeug los. Und da kommen gleich auch mehr Katzen gleich her. Seht ihr das? Oynamaya başladık burada. Ve bakın, başka kediler de geldi şu anda. Bounty geldi, Gretel geldi, Zeki burada, Pünktchen burada. Jetzt sind alle Babykatzen hier, alle kleinen Katzen hier, wo sie sehen, dass hier was zu spielen ist. Und die Doreen auch natürlich. Schaut mal hier, wie flink die ist. Doreen, da bakın orada geldi. Zeki gel, gel oğlum, korkma öyle, gel. Der Zeki ist auch gerade da und schaut mal hier, die Nicole, die flinke Nicole, die gestern hier noch 41 Grad Fieber hatte. Und der Pepper, der einen ganz verfaulten Mund hatte. Und schaut mal, wie groß der jetzt hier und gesund auch ist, der kleine Pepper. Und schaut mal hier, die Gretel hatte auch Fieber. Und ist auch wieder gesund jetzt nach 3 Tagen. Und jetzt kommt der Seki doch her. Jetzt kommt der Seki doch her. Şimdi Seki geliyor arkadaşlar. Bakın. Ve oynuyor. Also wenn da ein Spielzeug ist, ist der Seki auch gleich dabei. Der liebt es zu spielen, der Seki. Komm, Seki, spiel mit. Und Nicole und Doreen sind dort in ihrem ganz eigenen Element und die spielen dort ganz alleine. Und schau mal hier, Pepper und der Seki traut sich doch hier mit rauszukommen. Und jetzt kommt auch die Bagheera. Schau mal, Bagheera ist auch da. Die hat gehört, das hier, was zu spielen ist. Schaut mal, Nicole spielt hier mit dem Schwanz von Bounty. Nicole, lass meine Hose los. Lass meine Hose los, du kleines Baby. Mach nicht meine Hose kaputt. Und das ist die Gretel, die gerade hier spielt. Und Bounty will auch mitspielen. Und Pünktchen schaut von da oben zu, was machen die Kinder da schon wieder. Und Doreen ist da hinten, die geht jetzt in die Wohnung rein. Schau mal, alle anderen sind hier gerade mit dem Spielzeug beschäftigt. Was mit was ist, spielt der hier, denken sie sich. Aber das ist, glaube ich, gell, Doreen, gell? Na, wo willst du hin, Doreen? Wo schleichst du dich hin? Mit deinen kleinen Pfoten da. Bizim çöpte bulunan olan yavru kedimiz Doreen, da bakın arkadaşlar. Bir şeyler bakıyor. Die schaut sich da gerade etwas an. Und hier, Nicole spielt mit dem Schwanz von Bounty. Und jetzt ist Bounty auf sie gekippt. Und wie gesagt, unsere Nicole hatte gestern 41 Grad Fieber. Und heute ist sie wieder gesund.
Und schau mal, jetzt spielt Doreen mit dem Schwanz von Bounty. Der ist so wuschelig, dass sie den als Spielzeug sehen. Carola Blub schreibt, hallo Ahmed, hallo Carola, schön, dass du dabei bist beim Livestream bei Cats and Gold hier. Mit den Katzen zu Hause, mit unseren kleinen Kitten hier. Und der Säcki ist gerade hier auch unterwegs und da habt ihr noch ein Spielzeug. Und die lassen hier das Spielzeug nicht in Ruhe. Die wollen hier mitspielen. Säcki, hier, spiel doch mit, Kleiner, hier, spiel mit. Und die kleine Doreen spielt hier ständig mit den Schwänzen von den anderen. Die Doreen hat jetzt wieder mit dem Schwanz von Bagheera gespielt. Nicole ist da vorne. Bagheera, stimmt etwas mit dir nicht? Bist du auch erkältet? Ich glaube, du siehst nicht gesund aus, Bagheera. Kann das sein? Hast du was mit deinem Auge? Oder mit deiner Nase? Komm mal, meine Kleine. Läuft dir die Nase? Oder täuscht mich das nur? Was ist mit deinem Auge oder ist das nur Schlaf, was du da hast? Hier kannst du spielen. Die Bagheera sieht so ein bisschen müde aus. Der Säcki ist jetzt in das Häuschen gegangen. Bis im Säcki der Stimme der Juwelgierde. Und Bagheera spielt mit dem Ball. Gretel, Bounty und Pepper spielen hier gerade. Gretel, Pepper, der Bounty, burada oynuyorlar arkadaşlar. Ve bakın Zeki şu anda yuvadan geri çıkıyor. Ve Bagheera şu anda oynuyor. Ve Nicole burada. Nicole hüpft schon wieder durch die Wohnung, wie als wenn sie niemals krank gewesen wäre. Schau mal, wie die Doreen sich anschleicht. Seht euch das mal an. Sie mit ihren kleinen Beinen. Ufacık patilerle, bakın nasıl pusuda yatıyor, yatarak gidiyor oraya. Und zack, jetzt hat sie Nicole angegriffen. Und jetzt kommt die Lady Di her. Lady Di hat hier natürlich gefehlt. Und Säcki, mit dir? Säcki, sana ne oluyor? Doreen ist ja auch ganz schön flink geworden. Doreen und Nicole, die beiden, sind hier sehr flink. Schau mal, jetzt haut sie die Bagheera, die kleine Doreen. Die Bagheera ist auf sie zugegangen. Monika Müller schreibt, ich habe den Drachen nicht mehr den Drachen gesehen. Der Drache war eben noch hier. Bakın ne güzel koşuyorlar evin içinde. Ve bizim mini yavrumuz Doreen. Bakın arkadaşlar. Pusu yatarak da gidiyor idareye. Die schleicht sich an von hinten, die will irgendetwas attackieren. Eine Bişey saldıracak. Ve bakın Bagheera pozisyonu bozdu. Die Bagheera hat sie behindert dabei. Sie wollte irgendwas angreifen. Sie schleicht sich schon wieder an, seht euch das mal an.
yine pusuya atarakla gitti ve Pünkü'nün kuyruğuna saldırdı ve Pünkü'nün bakın hemen geri kaçtı. Zack. Die ist sofort wieder weggelaufen. Und jetzt zieht sie sich mit Bagheera an. Bagheera ile uğraşıyor. Aber o Bagheera'ya saldırdı, gördünüz mü? Jetzt hat sie die Bagheera angegriffen. Und die Bagheera hat gleich zurückgehauen. Diese sehr weit zurückgeflogen. Und jetzt schleicht sich die Nicole da an, die macht gerade auch einen Attackenangriff und Attacke. Zack, wird richtig angegriffen. Das ist ja ein Ding hier mit den ganzen Katzen. Da bekommen ja wirklich keine Langeweile. Uyarlarla da gerçekten zaman iyi geçiyor arkadaşlar, öyle diyeyim ben size. So hyperaktif geworden. Yani bayağı bir canlandı arkadaşlar. Bu bizim Nicole. Bayağı bir canlandı hatta. Und die Pünktchen schaut von da oben zu. Bizim Pünktchen da yukarıdan izliyor. Bakın kaç tane kedi yavrular izliyor. Ja, wie viele erwachsene Katzen oder große Katzen hier die Babys anschauen. Schau mal, die Grete schaut auch zu. Genau wie wir alle auch. Genau wie ihr auch. Lady Di schaut auch zu. Yani herkes yavruları izliyor. Görüyor musunuz? Die Pünktchen schaut sich das alles von oben an. Genau was macht die Doreen. Seht euch das mal an, wie sehr die auf alles achtet von da oben. Das ist ja für die auch sehr interessant. Genau wie für uns auch, ehrlich gesagt. Yani o da merak ediyor yavrular ne yapıyorlar. Aynı bizim gibi. Merak ediyorlar şu anda. Yavrular ne yapıyorlar diye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Zeki de yavru daha. Zeki ist auch noch so ein kleines Baby. Und die Doreen ist mit ihren kleinen Beinchen zack, 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 zack. Und schau mal, jeder schaut sie an, wo sie hingeht. Seht ihr das? Sogar Pünktchen hat geschaut. Wo gehst du hin? Nicole will wieder etwas attackieren. Und Attacke. Wo bist du hin? Du hast dich hier hinter meinen Füßen versteckt. Jetzt haben sie mitbekommen, dass ich hier wieder das Spielzeug in der Hand habe. Und jetzt sind die alle wieder hier. Und jetzt kommen die alle wieder her, wo ich das Spielzeug in die Hand genommen habe. Schaut mal, jetzt wollen die Großen mitspielen. Sogar Lady Di ist gekommen. Lady Di da geldi. Ve Gretel de geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Die Gretel ist jetzt auch da. Zeki und Doreen sind schon wieder zum europäischen Billard gekommen. Tisch für die Katzen. Und der Säcki spielt jetzt mit dem Billardtisch.
Und die Doreen geht auch wieder darauf zu. Die Doreen ist schon wieder neugierig. Und die Nicole ist auch natürlich wieder da. Und jetzt geht die Doreen wieder Billard spielen mit dem Säcki. Zack, hin und her. Jetzt geht's los. Carola Plupp fragt, wo ist denn der Peanut? Der Peanut ist sicherlich im Keller, weil der war gerade zum Fressen hier. Der Peanut versteckt sich immer im Keller. Einer der unauffälligsten Kater von uns dieses Jahr, der Peanut. Also, er ist schon anders als die anderen. Der Peanut. Und die drei Babykatzen spielen jetzt hier am Billardtisch. Üç tane yavru kedimiz. Şu anda bilardo oynuyorlar arkadaşlar. Doreen. Der Zeki. Schaut mal, wie sie sich darauf reinsteigern. Schaut mal. Jetzt kommt hier Nicole dazu. Und es ist einfach schön wieder anzuschauen, dass die Nicole wieder gesund ist. Und jetzt sind die drei jüngsten Babys im Haus am Billardtisch. Und ich finde es auch schön, dass der Säcki sich auch so schön mit denen eingefreundet hat. Schon der Üçtane olan yavru kedimiz. Şu anda bizim ufak yavrularımız bakın bilardo oynuyorlar ve ne güzel anlaşıyorlar. Bizim Zeki, Peanut ve Doreen. Da sieht man hier die Bagheera schon wieder. Zeig mir mal bitte dein Auge, Bagheera. Zeig mal, Sim. Was ist mit deinem Auge? Alles gut? Ist das Schlaf, was du da in dem Auge hast? Ne? Dir geht's gut, ne? Also, auch wenn sie nicht so aussieht, weil sie ganz schwarz ist, aber wirklich eine der liebsten Katzen, die ich hier gesehen habe. Die ist so lieb, mit der kann man alles machen, was man will. Sie hat keine Krallen, kann man dazu sagen. Ne? Also einfach nur süß. Und jetzt kommt die Doreen. Ist Mini ist gerade reingekommen. Und hier oben ist auch meine erste Katze Aschken mit ihrem Tumor im Ohr, was schon zweimal operiert wurde. Aber es kommt immer wieder. Ich weiß da wirklich, was man machen muss. Ich glaube, dass der Tierarzt auch mit dem Fall jetzt überfordert. Aber da werden wir schon eine Lösung für dich finden, Makasim Tamam. Das werden wir für dich machen. Egal was es kostet, okay? Egal was man da machen muss für dich. Egal wo man hin man muss für dich. Ich werde alles für dein Ohr tun, okay? Aber du musst auch tagsüber hier sein.
Aber wenn ich zum, ich fahre jeden Tag zum Tierarzt und dann musst du auch hier sein und nicht dich jetzt mal suchen lassen, weil ich finde dich ja gar nicht, wenn du irgendwo liegst. Du reagierst auch gar nicht, als wenn du wüsstest, ich war zum Tierarzt. Yani kulağında tümör yine çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz yani? Kulağındaki tümör iki kere ameliyat oldu. Yine de geri çıkıyor. Onu da anlamadık niye öyle oluyor. Bunda tedavi götüreceğiz. Ve peanut şimdi geldi. Peanut. Hoş geldin oğlum. Ne yapıyorsun peanut? Gel peanut. Gel peanut. Ne yapıyorsun? Ama sen onu anlıyorsun. Peanut. Ja, das sieht nicht schön aus, weil das immer juckt. Die juckt das immer. Das juckt ja dort. Schau mal, jetzt kratze ich das, jetzt helfe ich ihr ein bisschen. Aber das tut ja auch gerade gut. Aber das ist halt keine Lösung. Das tut hier schon ganz gut, wenn ich es gerade auch beim Jucken unterstütze. Ja. Was ist das auch mit dem Tumor? Mit ihr am Ohr. Das riecht auch echt nicht gut. Wir bringen dich morgen nochmal zum Tierarzt. Zum Tierarzt, keine Angst. Tamam. Ist jetzt weggegangen. Ich muss echt zum Tierarzt wieder. Und das ist jetzt hier unsere kleine Biscuit. Auch sehr ruhig. Liegt im Karton. Und der Peanut ist jetzt auch da. Der Peanut ist halt neugierig und will immer oben naschen hier auf dem Tresen. Unsere kleine Doreen ist natürlich hier ins Karton gekommen. Also kurz meine Hand waschen, weil ich ja den Tumor jetzt das Blut wieder angefasst habe. Mit der kleinen Aschkin. Es ist schon schwer für den Tierarzt auch, das Tumor. Die wurde schon zweimal operiert und ich mag nicht immer so eine Vollnarkose für den 16 Jahre alten Körper. Das ist nicht gut, wenn sie das immer eine Vollnarkose bekommt. Und dann hat sie, was man da machen muss. Nicht, dass man das. Das kann auch nicht sein, dass das immer da wieder sauber gemacht wird und das ist dann wieder nachwächst, der Tumor. Ich verstehe das auch nicht. Bizim ilk kedimizin kulağındaki tümör bir türlü temizlenmedi gitti. Yani iki kez ameliyat oldu. Gel aşkım gel. Gel içeri gel gel. Kom bir dakika aşkım kom. Şimdi bizim Paloma da geldi. Jetzt ist auch der Paloma gekommen. Aber wo ist denn die Oberzicke Luna? Die war vorhin zum Fressen hier und ist wieder gegangen. Und hier war gerade die Doreen, aber ist gerade wieder weggelaufen. Da ist jetzt die Doreen vor dem Paloma. Paloma! Der zickt auch sehr viel rum, der Paloma. Jetzt gehen wir mal hier raus. Kommen sind wir draußen. Der Pepper kommt auch mit raus. Pünktchen ist da. Ich danke euch für die ganzen Wünsche und Daumendrücken für Aschkim. Aber wie gesagt, der Tierarzt, ich bin kein Tierarzt, ich fahre sie zum Tierarzt. Und geh nicht so weit weg, Aschkim. Wir fahren dich morgen zum Tierarzt, okay? Gleich in der Früh sogar. Es kann nicht sein, dass du dich hier selber quälst. Nicht weglaufen in der Früh, tamam?
verschwinde es gleich, als wenn, wenn ich Tierarzt sage, als wenn du wüsstest, was damit gemeint ist. Schau mal, dir ging es auch sehr schlecht. Schaut, wie es dir jetzt geht. Der wurden die Zähne gezogen. Der hat ein Langzeitantibiotikum und Schmerzspritze bekommen. Und da geht es jetzt auch sehr gut. Die ist auch nicht mehr die Jüngste. Bu da uzun etki bir antibiyotik yaptılar arkadaşlar. Ayrıyeten dişlerini çektiler. Ve bakın şu anda durumu iyi. Ve Drache da burada. Bakın arkadaşlar. Der Drache ist auch hier. Bizim Drache da burada. Weil jetzt nach dem Drachen von gefragt wurde. Schau mal, der Drache ist hier. Der Drache und Bounty. Die sind also alle hier im Haus drumherum. Mini, komm da runter. Gonca tatlım aydın. Ya diyor ki geçmiş çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Yani elimizden geleni yapacağız. Bizim ilk göz ağrımız için. 16 yaşında olan ilk göz ağrımız için. Bakın Doreen de çıktı şimdi. Die kleine Doreen ist auch gerade rausgekommen. Also, du brauchst nicht mit rauszukommen. Gabi Andres schreibt, alles Gute für Aschkim, danke. Ich habe jetzt auch hier Ohr massiert gehabt und nee, komm mal bitte, geh mal bitte nicht so weit weg. Geh du mal bitte nicht so weit weg, Doreen. Gehst mal bitte wieder rein. Wie weit sind denn die Zitronen? Die Zitronen kann man schon ernten. Und jetzt kommen die Zarte. Zarte, hoş geldin kızım. Wer denn geliyorsun, hä? Tamam kızım, tamam tamam. Tamam 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 buradayım, tamam tamam. Gitmeyeceğim bugün artık, tamam buradayım. Ich gehe heute nicht mehr weg. Ich gehe heute nicht mehr weg, alles gut. Alles gut kızım, alles gut. Ich gehe heute nicht mehr weg, tamam. Tamam, bugün gitmeyeceğim artık. Tamam, ich bin zu Hause, tamam. Aşkım, tut dir dein Ohr weh, kızım? Kulağın ağrıyor mu şimdi, ha? Hat dir die Massage gut getan? Ich werde natürlich morgen auch alles für dich tun, tamam aşkım? Bounty. Schmerzen. Wir machen das morgen, okay? Ich fahre dich mal zum Tierarzt. Aber geh nicht so weit weg. Und Paloma da burada. Der Paloma ist auch heute hier, um die Uhrzeit. Da ist jetzt der Drache. Und Pünktchen tobt sich hier gerade aus am Baum. Aşkım, willst du heute zu mir ins Bett, Kızım? Willst du heute zu mir kommen? Hadi gel. Hadi gel, Aşkım, gel. Schau nicht so traurig. Hadi gel. Hadi gel, öyle üzgün bakma, tamam? Wir machen das alles gut, tamam? Yarın götüreceğiz tedavi. Tamam kuşum. Tamam. Tamam. Hast du Schmerzen, ne? Es wird alles morgen gut. Und mit euch hier, Chaoten, was macht ihr hier alle auf dem Baum? Peanut, Pünktchen, Drache, Paloma.
Und jetzt gehe ich wieder rein und jetzt kommen die alle wieder nach. Passt auf. Kommen nicht hier raus. Und jetzt passt jetzt auf. Zack, die ersten kommen schon. Şimdi eve gireceğim ve bakın hepsi geri gelecekler peşime. Pis 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 pis. Hast du schon mal wieder was vom Ömer gehört? Ne, der Ömer wurde hier verjagt von den Babys. Ich weiß nicht, wo Ömer ist. Jetzt kommt Bounty, die Zarte, Pepper, Paul. Der Ömer ist vertrieben von den Kleinen. Die haben ihn alle gehasst. Die haben sich nur gestritten gehabt. Jetzt wahrscheinlich muss man die Nachbarn fragen. Also Hermann und Gisela haben nicht aufgenommen. Die nehmen nur die schönen Katzen auf, Hermann und Gisela. So wie der Toni zum Beispiel, den haben sie sehr gern aufgenommen. Aber wenn ein anderer kommt, nehmen sie den nicht auf. Ich wollte mir letztes Jahr eine Katze unterjubeln, die nur ein Auge hat. Und ich sagte, warum nimmt ihr den nicht auf? Nee, dann geht unser Toni weg. Das hat damit doch gar nichts zu tun. Jetzt sieht man hier die Katzen, wie die spielen. Und jetzt Paul ist auch jetzt da. Und Zart ist jetzt auch hier. Jetzt kommt auch Erstgeborener. Bak arkadaşlar, şimdi kedimiz Erstgeborener da geldi. Hoş geldin kızım, nereden geliyorsun sen? Unsere Katze, der Erstgeborener ist auch da. Und Tönchen versteckt sich da hinten. Ve kediler burada oynuyorlar şu anda. Hier spielen die jetzt hier. Und wo willst du schon wieder hin, du kleines Baby? Komm mal gleich mit rein. Du brauchst hier erst gar nicht so weit weg zu gehen, okay? Bizim yavru kedimiz de şu anda Dorian çıktı dışarı arkadaşlar. Die Dorian war jetzt hier wieder draußen. Und jetzt schauen wir uns noch mal unsere Katze in der Quarantäne an. Şimdi bizim karantinada olan kedimize de bakacağız arkadaşlar. Kızım. Ne yapayım kızım? Nasıl oldun kızım? İyi misin? İyi misin? Schau mal wie froh die ist, wenn ich hier reinkomme.
Ve bizim Pandol köpeğine olan hastası, kedi gençlik hastalığı olan yavru kedimiz Zilvia şu anda burada karşınızda. Ve biraz daha yemek de yemişsin. Das ein bisschen gefressen. Getrunken hast du auch. Nee, Kuzum? Nee, nee, nee. Nee, 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 Silvia, nee. Und bald hoffe ich natürlich auch, dass du wieder mit den anderen Katzen allen spielen kannst. Silvia, ne? Ja, umarım en kısa zamanda diğer kedilere katılabilirsin. Monika Müller schreibt, Silvia ist einsam, also die muss hier mindestens noch 10 Tage in der Quarantäne bleiben, leider. Also wenn jetzt die Behandlung in 3 Tagen vorbei ist, muss sie trotzdem noch eine Woche in der Quarantäne bleiben. Nicht, dass sie hier eine andere Katze ansteckt. Also es ist wirklich nicht zu spaßen mit der Pandeukopenie-Krankheit, mit der Katzenseuche. Da kann das, das endet also tödlich, tödlich, wenn man nicht das richtige Mittel hat, und wenn das Immunsystem sehr schwach ist von einer Katze, endet das immer tödlich. Eine Pandeukopenie hastalı Harry vor allem mein arkadaşlar, yani bu gördüğünüz olan kedi şu anda. Eğer ilaç olmasaydı elimizde ölecekti. Ve ayrıca aşırı bulaştırıcı olduğu için kesinlikle ayrı tutmamız lazım. Yani 3 gün sonra tedavisi bitiyor olabilir. Ama yine de bir hafta karantinada kalması lazım. Çünkü aşırı bulaştırıcı bir hastalığı olduğu için bunu maalesef birkaç gün daha ayrı tutmamız lazım diğer kedilerden. Ya, durumu kötü değil şu anda. Ama ister istemez tüm testler pozitif çıktı. Yani daha iyi oldu. Bakın bugün burnu falan kapadı değil. Onun için zaten yemek yemiş. Man sieht, dass die Nase auch wieder auf ist. Gestern war sie noch zu. Weil die Nase heute auf ist, ist es auch der Grund, dass die jetzt auch was gefressen hat. Unsere kleine Silvia. Tamam kızım, tamam. Also wir müssen noch ein paar Tage hier bleiben, wie gesagt. Aber wir hoffen natürlich, dass sie bald gesund wird und wieder mit den anderen Katzen wieder spielen kann. Es ist nicht wie was die Nicole hatte. Es ist hier richtig Katzenseuche und das darf man nicht unterschätzen. Und wir hoffen natürlich, dass die Silvia das schnell übersteht und wieder mit den anderen Katzen da zusammen wieder leben kann und spielen kann und wieder glücklich sein kann. Aber dafür bin ich für sie da. Yani umarım bir an önce sağlığına kavuşur arkadaşlar. Diğer kedileriyle bir daha oynamaya başlar. Ich hatte vor 3 Jahren einen Kater bekommen, ganz von Ankara. Den hatte ich Ankara Lebedek genannt. Der ist von einem Tag auf den anderen verschwunden. Der wurde wahrscheinlich auch geklaut. Und der Silvia, der hatte genauso ein langes Fell, genau das gleiche Gesicht wie Silvia, aber ohne dem Rot hier auf dem Rücken. Also das war ein Männchen. Und der Bedek, der hatte auch die Katzenstaube. Der kam ganz krank von Ankara zu mir hierher. Und sogar damals hatte der Arzt zufällig Felicerin Plus bei sich. Ist zwar sehr, sehr teuer da die Behandlung, weil das Mittel da war in der Türkei, aber es war mir egal. Ich hatte damals im Bedick den das Leben retten können dadurch. Und der wurde von den einen Tag auf den anderen ist der verschwunden, der Bedick. Also ich glaube echt, der wurde geklaut. Der Bedick damals, der ist seit letztem Jahr verschwunden. Ich weiß nicht, ob ihn noch jemand von euch kennt,
ob ihr das schon so lange verfolgt hier mit Cats and Gold, aber auf jeden Fall ist der Biddick auf einen Tag auf den anderen verschwunden und hatte ganz, ganz viel Ähnlichkeit mit der Silvia und die erinnert mich sehr an den Biddick. Auch der unschuldige Blick von ihr, das war alles ganz gleich. Yani geçen yani 3 sene önce bana bir kedi gelmişti arkadaşlar. Ankara'dan gelmişti. Pet taksiyle getirdim, göndermişlerdi bana. Kedi hasta gelmişti. Yani onlar da bilmiyorlardı tabii ki ama aynı bizim Zilviya'nın birebir kopyası. Sadece kırmızı tonu yoktu. Bu kırmızı tonlar yoktu. Yani onun da Pandoy Kopini hastalığı vardır. Ben o zaman bir ilaçla tanışmıştım. Feliserin Plus ile. Bizim veterinerlerde mevcuttu o zaman. Onu kullanmıştık. O onu zaman hayata tutmuştu. Ben Feliserin Plus denen olan ilaç o zamandan beri tanıyorum zaten. Yaklaşık 3 yıldır. Yani daha önce sürekli kedi gençlik hastalıktan hayvanlarımızı kaybettik maalesef. Ama bu ilaçla tanıştırdıktan sonra aynı şu anda bizim Zilvia hayatını kurtarabiliyoruz arkadaşlar. Yani o Ankara Bıdık'ta bir anda kaybolmuştu. Ve kaybolduktan sonra bir daha göremedik, bulamadık. Bence çalmıştı zaten. Also ich habe das Feliserin Plus vor 3 Jahren kennengelernt gehabt, was der Tierarzt damals hatte, was wir für den Ankara Bıdık damals benutzt hatten. Denn davor, bevor ich das Feliserin Plus kennengelernt hatte, haben wir wegen der Katzenstaube, Katzenseuche leider immer die Babys verloren gehabt. Also sind immer gestorben gehabt. Und jetzt weiß ich seit circa 3 Jahren, dass die Feliserin Plus aus Deutschland richtig die Katzenleben rettet. Und das sehen wir jetzt auch bei Silvia, denn die Silvia wäre schon längst gestorben. Das meinte, das hat mir auch der Tierarzt bestätigt, dass sie schon längst gestorben wäre, wenn wir das Feliserin Plus nicht hätten. Yani bunu da bizim veteriner tasdikledi bana arkadaşlar. Eğer Feliserin Plus olmasaydı, Silvia bugün yaşamamış olacaktı arkadaşlar. Das ist widersprüchlich, da wird geklaut und andere Katzen weggeworfen. Ja, ist leider so. Bei uns in der Siedlung sind von mir 3 Katzen verschwunden, von einem Tag auf den anderen. Eine haben es hier, einmal der Ole und einmal der Ömer. Gut, der Ömer ist woanders hingegangen, aber bei 2 Katzen bin ich mir sicher, dass die definitiv geklaut worden. Oder ich hatte auch mal einen kleinen Enes, einen kleinen Schwarzen. Da war hier eine Familie, ein paar Häuser weiter. Und da war immer die kleine Tochter, weil es hier eine Ferienanlage ist. Und da sind auch viele Leute, die für Kurzzeiturlaub hier sind. Wir haben hier Gästehäuser in der Siedlung. Und da war eine kleine Tochter, die hat immer in der Früh mit den Katzen hier gespielt, mit der schwarzen Katze damals, der Enes. Und dann war der Urlaub vorbei und auf einmal ist die Katze verschwunden. Das hat mich auch sehr, sehr gewundert, dass die Katze auf einmal verschwunden ist. Das ist auch nur der einzige, auf was ich da komme, dass der kleine Ernest auch von dieser einen Familie für das Mädchen mitgenommen wurde von hier. Die denken kein Halsband, Straßenkatze, die einen nehmen sie mit als Spielzeug für die Kinder. Und wenn die dann größer ist, dann wird die leider ausgesetzt. Das ist in der Türkei sehr üblich, dass sowas leider passiert. Ich versuche gerade eine Katze hier durchzukommen mit ihrem Pfoten. Silvia hoffen wir natürlich.
Somit habt ihr heute auch wieder die Silvia gesehen und auch mitbekommen, dass die Nicole auch wieder ganz gesund ist, nachdem sie 2 Tage jetzt krank war. Also seit gestern und bis heute ist sie jetzt wieder ganz gesund geworden. Und der Silvia geht es auch gut, die braucht halt viel Liebe und ihre Medizin noch ein paar Tage. Ich will mich dann für heute verabschieden. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim yavru kedimiz Nicole bugün yeni sağlığına kavuştu. Dün 41 derece olan, yani hasta kedimiz olan Nicole tedavi olduktan sonra bugün sağlığına kavuştu. Ve bizim Silvia'da tedavisi devam ediyor. Ve inşallah bir an önce bu da sağlığına kavuşur ve geri kalan kedilerle birlikte oynamaya başlar tekrar. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.